Der Sommer 2008, der ging ja so, ne? Aber erinnern Sie sich noch an den Sommer 2007? Der war ja richtig scheiße. Da hat es ja vorher geheißen, oh, Klimakatastrophe, Erderwärmung. Habe ich gesagt, wunderbar, her damit. Wird sich unser Garten ja wohl miterwärmen. Da bleiben wir zu Hause. Meine Frau war auch ganz begeistert. Was war? Am Schluss war man froh, dass nicht geschneit hat. Wurde richtig zum geflügelten Wort unter uns Heimaturlaubern. Glück, dass nicht schneit, wa? Puck, puck, puck. Tu mal noch eine Runde Glühwein. Tja, was sollte man machen? Draußen sitzen wir zu kalt, haben wir in der Bude gesessen, Decke um, Heizung an und gelesen. Da habe ich einen Tag gelesen, dass Alligatoren auch an Land schneller sind als Menschen. Wussten Sie das? Mal im Wasser ist klar, aber auch an Land rennen die Biester schneller als Menschen. Das bedeutet doch, dass wenn man gegen einen Alligator im Triathlon antritt, man hervorragend Radfahren muss. Wenn man das Ding noch gewinnen will. Triathlon ist eine komische Kombination von Sportarten. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Also dem Leben ist das nicht abgelauscht. Denn woher soll ich wissen, wenn ich in ein fremdes Gewässer springe, ob am anderen Ufer ein Rad steht? Kann ja nur alles Mögliche stehen, ne? Eine Kuh zum Beispiel. Wer jetzt schwimmen, melken, laufen. Ich bin ja kuhaffin, ne? Ich mache Kühe. Schon als Kind mochte ich Kühe. Wenn wir spazieren gefahren sind am Wochenende, dann über Land, an Weiden vorbei mit Kühen drauf, immer angehalten, Scheibe runter und dann Muuuuh! Damit die Kuh denken sollte. Hä? Es ist eine Kuh da in dem Opel. Wo hatten die die Kohle her? Ich kann mir nicht mal ein Moped leisten. Möchten Sie noch schnell meinen aktuellen Lieblings-Kuhwitz hören? Sagt eine Kuh zu einem Polizisten, stellen Sie sich vor, mein Mann ist auch Bulle. Zurück zum Sport. Was ich ja nie begriffen habe, wo ist der Witz beim Golf? Golf, ja, man nimmt einen kleinen Ball, dann haut man ihn weg, soweit man kann. Und dann geht man ihn suchen. Und wenn man ihn dann gefunden hat, statt dass man sich freut, ein paar Kumpels anruft, in die Kneipe geht und feiert, nee, man haut ihn wieder weg. Geht ihn wieder suchen. Ganzen Tag. Das ist doch was für Leute, die Ostern nicht abwarten können. Na, ich habe ja gar keinen Sport gemacht. Sommer 2007 war ja zu kalt. Ne? Gleich Leute angerufen, abends immer schön gekocht. Und tagsüber bin ich einkaufen gegangen fürs Kochen, mache ich sehr gerne. Ne? Supermarkt finde ich super. Sagt ja schon der Name. Wenn ich es doof fände, hieß er Doofmarkt. Das ist ja der einzige Ort auf Erden, wo man etwas hinschmeißen kann und braucht die Scheiße nicht selber wegzumachen. Ne? Glas Gurken. Na komm, tu mal noch ein paar Silberzwiebelchen bei. Ganz schnell wegfahren. Dann hört man es schon. Eine Dame der Reinigungsfirma mit zur Acht. Dann wieder zurückfahren und in der Zwischenzeit ist jemand am Putzen. Nee, was ne Sauerei. Leute, gib es aber auf, wa? Glück, dass nicht schneit. Man kann ja auch selber kreativ werden im Supermarkt. Ne? Nahrungsmittel verändern sich ja. Weißt du, als ich Kind war, gab es zwei Sorten Schokolade. Vollmilch, Vollmilch, Nuss. Mittlerweile gibt es ja fast nichts mehr, was man nicht mit Schokolade kombiniert.
Curry, Chili, Spüli, alles. Ne? Ja, da kann man doch mitmischen. Jetzt stehen ja bald wieder die Schokoladen-Osterhasen überall. Wollen wir mal von unten einen Harzer Käse einarbeiten. Was meinen Sie, was das ein Brüller ist in der Käuferfamilie? Ich meine, das wäre ein bisschen Herbstsatz. Hast du die Sorte schon mal gekauft? Nee, die habe ich ja nie gekauft. Hör mal, die kaufst du auch nicht mehr. Du. Aber bei den Lieblingsabteilungen ist natürlich Obst und Gemüse, wo man selber aussucht, abpackt, wiegt. Und ich stelle immer wieder fest, die Leute können das nicht. Müssen wir darauf achten. Die Leute suchen aus, packen ab, wiegen, fertig. Ich mach's anders. Ich suche aus, packe ab, wiege, packe fertig. Schauen Sie mal, die fragen uns doch auch nicht, wenn sie die Preise erhöhen. Oder wenn sie fürs selbe Geld weniger reintun. Also räume ich mir an dieser Stelle einen kleinen individuellen Spontanrabatt ein. Marktwirtschaft heißt geben und nehmen. Aber das Tollste ist natürlich das Aussuchen, das Prüfen der Ware. Mit ganzen Daumen drin in der Nektarine. Ja, und dann weiß ich, die nehme ich nicht. Ist zu weich. Aber der nächste Kunde macht das vielleicht. Also immer das Loch nach hinten drehen, damit der nächste Kunde eine freie Prüffläche vorfindet und sich selber ein Bild machen kann. Und ich prüfe weiter. Oh, das tut mir so gut. Wenn ich ein bisschen depressiv bin, dann knöpfe ich mir die Weintrauben vor. Ich brauche schon keine Medikamente mehr. Meine Frau sagt immer, hast du wieder scheiß Laune, komm hier einkaufen. Und was man auch machen kann, mal die psychische Belastbarkeit der anderen Kunden austesten. Müssen wir mal probieren. Nehmen Sie mal jemandem was aus dem Wagen. Packung Paniermehl. Ihr Paniermehl? Haben Sie das schon bezahlt? Nein, aber das ist mein Wagen. Ihr Wagen? Sie meinen, er gehört Ihnen für den Euro, den Sie da reingesteckt haben? Aber der Supermarkt ist nicht nur ein Ort des Frohsinns und der Lustbarkeit. Er ist auch ein Tempel der inneren Einkehr, der Kontemplation und der Selbstfindung. Wenn ich mit meinem vollgepackten Wagen ganz am Ende der Schlange vor der einzigen geöffneten Kasse stehe, dann bekomme ich eine Ahnung davon, was das eigentlich bedeutet. Ewigkeit. Das Mädelchen an der Kasse ist den ersten Tag da. Sie blickt dem Erwerb der deutschen Sprache noch freudig entgegen. Der Scanner ist kaputt. Preise kann sie ja noch nicht wissen. Alle Kunden wollen entweder mit Karte zahlen oder sind um die 80, haben die Brille vergessen und bestehen darauf, den passenden Betrag aus dem Portemonnaie zu fummeln. Sie haben's ja lieber passend, nicht? Aber irgendwann stehe ich mit meinem vollgepackten Wagen unmittelbar vor der Kasse, hinter mir so ein armer Dödel mit einem fettarmen Joghurt.
Haben Sie nur das eine Teil? Ja. Ja, da haben Sie jetzt viel Zeit zu überlegen, ob Sie nicht doch was vergessen haben.